hast das Armband an. Oh mein Gott. Zieh das bitte nicht mehr aus. Nee, ich zieh's, glaube ich, aus. Oh mein Gott. Oh Gott, ich weiß, der Stachel sitzt so tief bei ihr. Ich will alles wissen, was in deinem Kopf vorgeht, bitte. Das nein, mir geht's super gut. Oh, das ist, ach du Scheiße, was eine Lüge. Ey, das sitzt echt tief, ne? Also ich habe gedacht, vielleicht die erste Rose kriegt die Nele. Weil warum? Ich euch ja geküsst habe. Ah, weil wir uns geküsst haben? Mhm. Okay. Und das war irgendwie schade für sie, oder? Warum soll ich ihr jetzt die erste Rose geben? Was ist besonderer, ein Kuss oder eine Rose? Wow. Für dich. Du weißt, das, was du bekommen hast, war sehr besonders. Du hast die allererste Rose und das allererste Date bekommen. Du weißt ganz genau, dass ich an dir auch hänge. Du bist sehr präsent bei mir. Aber ich merke auch gerade bei dir, dass ja, irgendwas in deinem Kopf passiert. Und ich ja, will es einfach wissen, wir müssen darüber reden. Es macht keinen Sinn, dass du es für dich behältst. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Ein schönes Date mit dir und ich habe noch nie so was Tolles erlebt in meinem ganzen Leben. Ich habe halt dann irgendwie Gefühle aufgebaut oder sowas und dann gehst du und dann küsst du einfach eine. Das war für mich schon echt enttäuschend und ich war echt traurig. Ja. Wirklich. Ja. Wirklich. Ich kann das nachvollziehen. Nach so einem schönen Date, das wirklich perfekt irgendwie war. Das ist so schwierig für mich. Das ist so eine Extremsituation. Und ja, und es für ist mich auch. Ja, und für alle anderen auch. Aber ich finde es wichtig. Aber ich bin hier echt, um jemanden kennenzulernen. Ich bin hier for real. Ja. Also ich will einen Boyfriend haben, wenn ich hier rausgehe. Ich bin hier echt für dich. Ich bin hier nicht um Fame oder für irgendwas. I'm real. Ja, ist das irgendwie aber auch so ein kleines Druckgefühl, was bei mir ausgelöst wird im Inneren. So, uff, wie gehst du jetzt damit um, ne? Also die nagelt dich ja schon an die Wand. Die sagt dir, also klare Fragen. Also, ich kann dir nur so viel sagen, dass du wirklich, dieses Date, das wir hatten, das war so perfekt. Dann kommen natürlich auch andere Dates und dann geht's immer weiter. Und das ist die Extremsituation. Und dann hast du mehr Chica, mehr Girls. Und dann vergisst du mich. Deswegen, nein, ich vergesse dich nicht. Weil ich nicht einmal noch mal eine Chance hatte, dich zu sehen oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mich wirklich vergessen. Ich hab dich nicht vergessen. Willst du mich? Nein, ich hab dich nicht vergessen. Okay, ich nehme eine Botschaft für mich mit, die heißt, gib Jana Maria, das Gefühl, dass du immer in meinem Kopf bist. Also, dass du echt präsent in meinem Kopf bist. Ja, das sagst du jeder. Was heißt das, sage ich jeder? Ja, okay. Diejenigen, wo ich echt ein gutes Gefühl habe, denen sage ich das. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften kann, wirklich. Und ich bin nicht eifersüchtig. Aber mit ihm habe ich so eine Connection. Das ist richtig krass. Wir werden so eine schöne Zeit noch haben. Okay? Wirklich, wirklich, wirklich. Das sagst du jeder. Nein, sag ich nicht jeder. Ich bin sowas nicht gewöhnt. Ich kämpfe nie für einen Mann. Und ich bin nie so traurig für einen Mann. Und das ist so, erste Date und dann gleich peng hast du eine andere geküsst. So wie so ein Schlag in die Fresse, meinst du? Aha, nach 2-3 Tagen. Das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, ob ich hier die Kraft habe, wenn er noch mehr Mädchen küssen wird und vielleicht Gefühle für die aufbaut. Ich glaube, dann werde ich das nicht packen und dann werde ich einfach gehen, weil ich kann sowas nicht. Wenn ihr auch eine Rose haben wollt, müsst ihr den Kanal abonnieren. An wen ich die Rosen bereits verteilt habe, könnt ihr in der Playlist sehen. Und wenn ihr eine Folge schon vorausstreamen wollt, könnt ihr das auf RTL Plus tun.